Guten Morgen. Was können wir tun gegen unseren Körpergeruch? Eine interessante Frage. Zum einen, wir haben alle einen Körpergeruch und wir können gar nichts dagegen tun, um diesen Körpergeruch gänzlich irgendwie zu entfernen. Und das ist auch gar nicht notwendig und gar nicht Sinn der Sache, weil unser Körpergeruch hat doch einige sinnvolle Funktion. Wenn es nämlich darum geht, sozial zu interagieren, das muss nicht die Partnersuche sein, das kann auch ein Vorstellungsgespräch sein, da gibt es viele Sachen. Es gibt diesen Spruch, man muss sich riechen können. Und jemand, der einen sehr ätzenden Körpergeruch ausdünstet und jemand, der unangenehm riecht, der hat generell sehr schlechte Karten, wenn es um soziale Interaktion geht. Von daher ist der Wunsch, seinen Körpergeruch zu reduzieren, in dem heutigen Video darauf ausgerichtet, wenn es darum geht, dass man wirklich übel riechend daherkommt. So. Man hat zwei Möglichkeiten, gegen den Körpergeruch vorzugehen. Man kann ihn an der Ursache bekämpfen und man kann den Geruch an sich bekämpfen. Wenn man jetzt nicht das Übel an der Wurzel packen möchte, sondern das Problem, was man aktuell vorfindet, nämlich den übel riechenden, meist Schweiß, wegbekommen möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel unter den Arm rasieren. Wenn man das tut, bleibt der Schweiß nicht an den Haaren hängen und ja, man riecht automatisch etwas weniger. Viele bestreiten dies, aber ich weiß nicht, wer das selber schon mal ausprobiert hat. Es ist definitiv so, wenn man sich unter den Armen rasiert, egal ob Mann oder Frau, riecht man weniger unangenehm nach Schweiß. Dann kommt noch dazu, dass man auch die Kleidung halt häufiger wechselt oder dass man eben ja, irgendwelche Hautreinigungsmittel nimmt aus der Apotheke. Da gibt es so richtig desinfizierende Hautreiniger. Das kann man alles tun gegen den Geruch. Das möchte ich auch recht kurz jetzt hier abhandeln, weil ich der Meinung bin, dass es mehr Sinn macht, direkt sich dem Problem zu nähern. Also warum ist es überhaupt so, dass man stinkt, dass man unangenehm riecht? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Denn wenn irgendetwas übel riecht, egal was das ist, dann zeigt das immer, dass da irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Und bei körperlichen Prozessen, wenn da irgendwas und da die Ausdünstung von übel riechenden Gasen, also Schweiß, Körpergeruch, das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass im Körper irgendwas nicht stimmt. Denn wenn wir von unserer eigenen Rasse, von anderen Menschen als übel riechend wahrgenommen werden, das kann eigentlich nicht sein. Die Natur ist so konzipiert, dass wir als Mann oder als Frau jeweils von einem anderen Geschlecht und von anderen Mitmenschen, weil wir sind ja, eine soziale Rasse, von Haus aus gerne in einer Gemeinschaft aufgenommen werden bzw. gerne sozial interagieren. Und wenn wir dann übel riechen, dann ist das ein Problem. Und da helfen folgende Dinge. Und das mag der ein oder andere vielleicht nicht gern hören, aber diese Dinge helfen nachweislich. Erstens, kompletter Verzicht auf Alkohol. Alkohol sorgt dafür, dass vermehrt übel riechende Gase sozusagen durch die Haut nach außen dringen. Das zweite ist, und das Allerwichtigste, sich natürlich zu ernähren. Weil das, was übel riecht, das sind irgendwelche Sachen, die ja da nicht hingehören, die müssen raus. Und ich verwende ungern den Begriff der Entgiftung, aber es ist einfach. Ja, ich nenne es einfach jetzt mal so. Das ist eine Entgiftung. Und zwar von den ganzen Scheiß, den ihr in euch reinnimmt, wo der Körper das vielleicht gar nicht mehr zuordnen kann, was das ist, weil die Nahrung halt so lange gekocht ist, dass sie quasi nur noch aus ein paar Makronährstoffen besteht, aber überhaupt keine Enzyme mehr da sind, die dafür sorgen, dass der Mensch die Nahrung auch identifizieren kann. Und oder anderes Beispiel, tierische Produkte, ne? Artfremde Ernährung sorgt, muss natürlich auch im Körper irgendwie wieder, ja, sag ich mal, da wird sich das rausgenommen, was man verwerten kann, und der Rest muss halt irgendwie raus. Und das
zeigt sich dann durch so einen übel riechenden Körper. Und ja, also das sind der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist natürlich ausreichend Bewegung und Sport. Ja, das ist halt, wenn ihr viel Sport macht, wenn ihr euch viel bewegt, dann schwitzt ihr nicht so schnell. Dann ist euer Körper trainiert. Und wir Menschen sind dafür ausgelegt, den Großteil des Tages auch in Bewegung zu sein. Ich frage euch mal ehrlich, wie sehr ihr in Bewegung seid. Also generell, wenn ihr euch eine natürlichere Lebensweise oder drücken wir es mal anders aus, weil viele mit dem Begriff Natürlichkeit andere Sachen assoziieren. Wenn ihr euch so artgerecht wie möglich verhaltet, dann habt ihr gute Chancen, alles das, was nicht artgerecht ist, das ist zum Beispiel ein Gestank, das man von anderen ja, wahrgenommen wird als Stinker, ne, dann hat man da gute Chancen, das zu umgehen. Und ja, das ist so das, was ich euch eigentlich so mit an die Hand geben will, dass ihr vielleicht nicht unbedingt euch rasiert oder nicht unbedingt ständig die Kleidung wechselt oder Desinfektionsmittel aus der Apotheke holt, um euren Geruch zu übertünchen. Oder Febreze gibt ihr ganz einfach so diesen Geruchsneutralisierer, kann man auch nehmen. Und ja, sondern dass ihr das Übel an der Wurzel packt, dass das ein Zeichen für euch ist, hey, ich rieche übel, ich mache irgendwas falsch. Ja, das muss nicht die Ernährung sein, das kann auch euer geistiger Zustand sein. Ich bin mir sicher, wenn jemand ständig unter Stress leidet und ungute Gefühle hat, das ist natürlich, das ist etwas, das ist Energie. Und diese Energie muss auch irgendwie verarbeitet werden. Und die kann dann als übel riechendes Gas durchaus rauskommen. Ne? Viele sehen so die Gesundheit so ein bisschen als Ballast. So, ah, ich muss mich um die Gesundheit kümmern, nervig. So. Aber de facto ist die Gesundheit und das Einssein mit der Natur, nicht stinken, keine Beschwerden zu haben. Gutes Körpergefühl für sich zu haben, sich gut zu fühlen. Das ist so die Basis eines zufriedenen Lebens. Und das ist das, wo man ansetzen muss. Man kann bei vielen ansetzen. Man kann auch bei der Karriere ansetzen, man kann bei Beziehungen ansetzen, man kann bei der eigenen Selbstverwirklichung ansetzen. Aber ich denke, eine ganz gute Basis ist, bei sich anzusetzen und seines natürlichen Verhaltens. Und wenn es Sachen gibt, die offensichtlich nicht stimmen, wie dass man stinkt, dann kann man natürlich alle wieder verantwortlich machen. Die Genetik und ja und die Umwelteinflüsse und Chemtrails und deswegen stinke ich. Oder irgendwas kann man dafür verantwortlich machen. Aber bei sich selber anfangen, bei seinen Gedanken, dass man reine Gedanken hat, dass man klare Gedanken hat, dass man ehrlich ist zu sich und zu anderen. Dass man sich natürlich ernährt, dass man sich bewegt, dass man sich auch abhärtet bis zu einem gewissen Grad. Alles nicht auch übertreiben und nicht zu exzessiv, ne? Gilt auch für die Ernährung. Einfach eine solide Rohkosternährung, vollkommen ausreichend. Und ja, und dann hat man keine Probleme mehr mit, jetzt in dem Fall, Körpergeruch. Meine Inspiration für heute. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, fühlt euch vielleicht nicht zu sehr angegriffen, wenn ihr darunter leidet. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.